Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum, bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zu Captain Toad Treasure Tracker, Part Nummer 12. Ja, im letzten Part haben wir gegen Dragadon noch einmal gekämpft. Mehr oder weniger. Eher gesagt, wir sind vor ihm geflohen. Und haben dann hier im Dunkeln auch noch ein bisschen, ja, Geisterjagd gespielt. fragt sich dann, wer wen gejagt hat. Und ich habe im letzten Part den Toad Amiibo nicht gemacht, deswegen mache ich es einfach jetzt, weil es kann. Ich wollte halt nur, dass der letzte Part nicht zu lang wird, dass man hier vielleicht jetzt zu lange hätte ihn suchen müssen und dass ich dann, ja, nochmal 5 Minuten länger dann rumgemacht hätte. Das haue ich dann lieber hier rein. Und ich denke ja, die Parts zwischen 20 und 25 Minuten sind eigentlich schon durchaus praktisch. Ich glaube, ich laufe hier einfach rum und warte darauf, dass ich den Toad höre. Würde mich eh nicht wundern, wenn er dann irgendwo weiter oben versteckt ist. Weil es wäre ja zu leicht, wenn man da unten rumrennt und dann war es das natürlich schon. So, machen wir es mal ganz gemütlich, wie auch beim, ja, bei mehr oder weniger Speedrun, als ich hier ohne Treffer durchgelaufen bin. Und ich muss halt wirklich mich immer noch dran gewöhnen, dass ich hier, ja, mich so lange nicht bewegen kann, wie ich auf dem Touchscreen irgendwelche Bewegungen mache. So, sehe ich ihn hier vielleicht schon mal irgendwo? Immer mal wieder so ein bisschen sicherheitshalber gucken. Eieiei. Beinahe runtergelaufen. Erstmal wieder in Sicherheit geben irgendwo. Achso, stimmt, hier war ja das mit dem Drehen. Aber man hat ja natürlich auch ein bisschen mehr Zeit, weil er sich hier erst einmal wieder ein bisschen ausheulen muss. So, sehen wir den hier jetzt irgendwo? Also ich sehe ihn nicht, ich höre ihn auch nicht. Würde mich echt nicht wundern, wenn er irgendwo da oben ist dann. Oh, ich muss an das Ding dran zum Drehen, sonst geht es schlecht. So, alles klar. Go, 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 go. Wäre natürlich interessant, wenn er sich hinter irgend so einem Schild verstecken würde. Könnte natürlich auch sein. Aber sieht wohl nicht so aus aktuell. Ja. Mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwo oben an der Leiter dran hängt, bestimmt. Ah, ich höre ihn. Hier ist er ganz in der Nähe, okay. Also, ja gut, mich würde es wundern, ich muss hier drehen, dann hockt er bestimmt da an der Wand unten. Ah, okay, alles klar. Achso, solange ich an dem Ding dran bin, kann ich nicht auf ihn tippen. Okay. Ist halt, wie gesagt, es ist echt praktisch, dass man ihn hört, weil wenn man ihn nicht hören würde, wäre das Suchen bestimmt um einiges schlimmer. Besonders wenn man dann denkt, gut, man geht da hoch, dann steigt die Lava bestimmt und dann, ja. Lebe wohl, Glutspitze. Ja. Ach so. Das ist eine Zwischensequenz. Toadette. Okay. Feuerspein. Okay. Keine Ahnung, aber interessant. Also ich kann nichts machen außer Feuer spucken. Okay. Ich prügel dir einfach alles kaputt. Okay, alles klar. Wobei ich mich natürlich jetzt frage, ob das Sinn macht, Feuersprung, oder ob das einfach nur von der Sequenz so ist. Ist auf jeden Fall sehr schön gemacht. Also ist zwar jetzt nichts Schwieriges, aber trotzdem lustig. Erinnert mich so ein bisschen an den, ja, an den Superstern von Super Mario, Super Paper Mario. Toadette hat sich die Spaß. Ja, sie hat den Drachen gezähmt. Okay, das war jetzt einfach nur so, just for fun. Ach ja, ja gut, wenn ich der Drache wäre, ich würde auch ungern noch mehr auf den Kopf bekommen. Das Rätsel der Rotationsruinen, okay. Ja, es wird nicht einfacher, es wird puzzellastiger, aber es gefällt mir. Wenn wir dann irgendwann mal so weit sind, dass wir nur noch ein, okay, wenn wir dann nur noch ein Level schaffen, dann bin ich trotzdem zufrieden. Okay, da unten dürfte eventuell irgendwas versteckt sein. Die Blöcke sehen mir ein bisschen groß aus, dass man die vielleicht herausziehen könnte, aber das, ja. Natürlich erstmal gemütlich gucken. Ah, okay. Ganz gemütlich das mit dem Werfen, dass wir dann rüberkommen bei dem. Natürlich jetzt die Frage, wegen dem Drehen. Ich glaube, ich hätte wohl erst drehen sollen und dann hier ihn anwerfen. Was passiert denn hier? Okay. Ich frage mich halt. Achso, ich sehe es gerade. Alles klar. Dass man das so dreht, dass dabei sich eine Brücke bildet. So rum. Und wenn man runterfällt, dann einfach wieder nach oben. Ich gehe mal bewusst runter. Ob da vielleicht irgendwo was ist? Könnte vielleicht irgendwo eine Mumie kommen oder so? Keine Ahnung. Könnte ja sein. Ah, Münzen. Okay, doppelt gut. Weil wir wissen ja, wenn wir Aufgaben haben mit Münzen, dass wir das zumindest hier wissen.
Okay, es lohnt sich hier runter zu gehen. Alles klar. So, sehr gut. Und ich habe auch festgestellt, ich habe hier oben jetzt 19 Leben, falls es euch auffällt. Ich habe, um das Thumbnail zu machen, bin ich nochmal in das Geisterlevel rein und habe den, ja, hab den Pilz von dem Toad angesammelt und das wird gespeichert. Also nichts, wo man jetzt wirklich sagen müsste. Achso, einmal gehe ich hier rüber. Dass man halt jetzt Mangel an Leben hätte. Man kann auch ganz simpel farmen. Okay, alles klar. Dann haben wir zumindest mal das hier. Und dann muss ich das hier von der anderen Seite drehen. Okay. Alles klar. Gut, ich kann auch hier reinlaufen, weil irgendwie geht er nicht ganz an die Wand, wenn man sich das mal anguckt. Mal mehr, mal weniger irgendwie. So, alles klar. Also ein relativ simples Level, wo man dann wieder sagen kann, gut, man, ja, man kriegt was Neues gezeigt, aber gleichzeitig ist es ja für jedes Level dann generell neu. Okay, dann muss ich hier drehen, damit ich darüber komme. Okay, alles klar. Natürlich ist es doppelt praktisch, weil wir hier, ja, weil wir hier einfach rüberlaufen können, ohne dass wir getroffen werden. Also ohne dass wir an dem Typen vorbeilaufen müssen. Okay, so rum. Aber ich will trotzdem wieder auch hier wieder runtergehen, einfach nur um zu gucken. Ich frage mich, ob hier was versteckt ist. Generell, man muss ja auch dazu sagen, mal abgesehen von dem... Achso, da ist ja das Loch gewesen. Stimmt, da muss ich dann auch doch mal reingehen. Und dann eine Röhre, wo auf die andere Seite führt. Also so, das Level ist noch nicht vorbei dann. Komm ich hier durch? Okay, ich komme da durch. Komm ich wieder zurück? Okay. Nicht, dass ich jetzt irgendwie da geklemmt, reingeklemmt wäre, irgendwie sowas. Keine Ahnung. Ah, hier ist was versteckt, okay. Ist auch immer schön, also auch wenn man es nicht gleich sieht, wie gesagt, das Gamepad vibriert dann leicht und dann kann man das dann daran spüren. Und jetzt, da hätte sowieso das so irgendwas sein müssen, weil sonst wäre es ja unnötig, dass da hier das Loch wäre. Ich frage mich jetzt halt nur gerade, wenn ich das wieder drehe, also einfach nur in die andere Richtung drehen, gell? Nee, eigentlich nicht, oder? Wenn ich das so drehe, achso, so rum. Und dann muss ich... Okay, ich hab verstanden. Alles klar. Ich hab's verstanden. So, alles klar, hier rüber. Dass ich dann jetzt einfach darüber laufe und, ja, dann rechts runterspringe. So muss man sich das vorstellen. So, alles klar. Und dann kommen wir einfach hier ganz gemütlich hin. Sehr gut. Okay, ich würde aber trotzdem gerne darüber gehen. Woran liegt das wohl? Weil uns fehlt da noch ein Superjuwel. So, mal gehen wir mal an die Kamera ein bisschen näher, damit wir ein bisschen mehr sehen. So, einmal und zweimal. So, einmal mal kurz über Kopf. Da sind die ganzen Toads. Okay. Na ihr? Alles klar. Wieder ganz viele Münzen sammeln. Ich bin echt am Überlegen wieder, was hier die Aufgabe sein wird. Ich würde es am Ende nicht wundern, wenn es darum geht, dass man nicht alle... dass man nicht ewig oft drehen darf oder so. Keine Ahnung. Alles klar, Kollege. Freut man sich natürlich wieder. Und dann ganz gemütlich hier nach oben. Okay. So. Wieder nah dran, damit wir ein bisschen mehr sehen. Und hoch. Go, 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 go. Vielleicht nochmal kurz da hinten hinlaufen, zu gucken, ob es... Ja, klar, natürlich, Münzen. Es gibt in dem Spiel keine Wege, die, ja, die man nicht gehen sollte. Weil ich auch sehr gut finde. Da wird halt wirklich belohnt, wenn man hier durchläuft und... Waren das 150 Münzen, die man hier gesammelt hat? Das kommt mir echt immer so arg viel vor. Aber gut, wir hatten ja einen 50er Pilz gefunden. Das war ein Geheimer, ja gut. Aber der war offensichtlich. Also der war leichter zu finden als der von dem Unterwasser. Wie, gleich drei Level? Eieiei, okay. Das könnten wir sogar auch direkt freischalten hier. Okay, nicht zu weit. Ja gut, wenn ihr pausiert, dann könnt ihr das sowieso sehen. Und wir werden ja in diesem Part ja noch einen... Mindestens ein Level weitermachen. So, Toad, wo hast du dich versteckt? Würde mich echt wundern, wenn man jetzt die, ja, wenn man hier die Zahnräder drehen müssen und dass es dann irgendwo in der Wand versteckt ist. Erst natürlich wieder gucken, dass ich, ja, dass ich ihn höre. Okay, hier finde ich ihn mal nicht. Dass man ihn halt vielleicht hört, wenn man hier an den Zahnrädern vorbeiläuft. Das war so der Gedanke. Habe ich schon gehört? Nee. ja gut, dann gehen wir einfach mal auf die andere Seite. Go, go, go. Dann muss ich das hier sowieso wieder so drehen, dass ich... Ja. Oder ist er da unten drin?
Könnte sein. Ich gehe einfach mal runter und höre mich da ein bisschen um. Jetzt sei denn, er ist auf der anderen Seite bei den Toads. Kann natürlich auch sein. Hören wir ihn hier? Nee. Also, dass er halt bei der lila Röhre unten ist. Das kann ich mir dann auch gut vorstellen. So. Also, falls ich mal immer ein bisschen ruhiger bin, dann, wie gesagt, dann höre ich, dann lausche ich, wo der Toad sein könnte. Ui, das war knapp. Aber hier müssen wir jetzt trotzdem alles drehen, klar, damit wir im Level weiter voranschreiten können. So. Go, 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 Toadette. Kann ich eigentlich von hier aus rüberspringen? Ich glaube nicht, gell? Doch, geht auch. Dass ich dann hier so rumgehe. Hätte ich eigentlich auch so machen können. Passt ja. So, ja gut, ich gehe... Oder höre ich ihn hier? Ich denke immer, ich höre ihn, aber nur wenn ich rede, höre ich ihn. Nee, der wird wohl unten bei den Toads sein. Go, go, go. Na? Ist er hier? Hört man ihn? Nee. Wäre natürlich auch lustig, wenn man da ganz, ganz nah am Rand... Ah, da hinten. Alter. Das ist mal gut versteckt. Ich habe schon überlegt gehabt, wegen der, wegen dem Boden hier, dass das so weitläufig ist, dass man ihn dann nicht zum, nicht hört, sondern wirklich sehen muss. Aber gut. Bin ich froh, dass ich ihn dann doch so schnell gefunden habe dann. Ja gut, relativ schnell. Ja, dann direkt mal das nächste Level hier. Wächter der Wackeltreppen. Ah, da haben wir Spike. Ja, und die kenne ich halt auch noch von, wie heißt's, von Mario 3D World, dass die halt, ja, solche Zacken werden. Ist auch, okay, das ist gut gemacht, dass man sieht, wo die entlanglaufen. Also, solange man nicht auf dem goldenen Fläche sind, dann passt es ja. Und die haben ja automatisch bewegende Level. Okay, interessant. Sieht auf jeden Fall mal schön aus, wenn man auch Level in Bewegung hat. So, ah, das ist wie so eine Spieluhr gemacht. Das ist sehr schön gemacht, wirklich. Bin ich ganz ehrlich. Also, das finde ich toll. So, und da sehen wir in dem Fenster, oder was das sein soll, auch noch ein Superjuwel. So, ich hoffe nur nicht, dass man sich hier irgendwo einklemmen kann, weil sonst würde es ein bisschen so eine Sache. Man muss halt hier so ein bisschen um die Ecke denken, dass das halt hoch und runter geht. Dass man... Ach, das ist... Oh, ist das schön gemacht. Das ist wirklich eine komplette Spieluhr. Oder war ich jetzt wegen den Münzen zu langsam? Wenn man sich hier sieht, da ist dieses diese Walze drin. Das ist echt schön gemacht. Ja, das ist wirklich sehr schön gemacht. So, gemütlich hier den Superjuwel holen. Das Gute ist ja, dass man hier nicht unbedingt runterfallen kann. Aber ich gehe davon aus, dass man hier jetzt wohl echt nach Münzen gehen muss, weil sonst wären hier diese Münzen hier beim Spike nicht dabei. So, ich laufe jetzt schon, als würde ich mich hier voll gut auskennen. Ich laufe einfach mal. Achso. Ja, ja, ich hab schon, mir ist schon aufgefallen. Die Tür hier sollte man rein. Alles klar. So, dann sind wir hier bei der Walze, gell? Ja, also kein langes Level, aber dafür ein sehr schönes. Hoffentlich kommen davon mehr. Ich liebe übrigens auch den Detailgrad hier jetzt speziell. Also man sagt immer, ja gut, sieht nicht super realistisch aus und bla, aber dieses Goldmuster auf dem Gold. Also dass es halt neben dem einfach nur eine Standard-Goldfarbe ist, dann auch noch wirklich wie so eine Textur hat. Also so eine raue Textur, sage ich mal. Na Spike, was geht mit dir? Ah, okay, ich muss sowieso von... Ich habe schon überlegt, ob ich ihn besiegen kann. Aber ich muss sowieso auf ihn drauf springen, weil sonst kommt man nicht an den Stern. So, alles klar. Natürlich erst dann springen, wenn er gerade nichts in der Hand hat. Alles klar. Ah, okay, das geht sowieso dann auf. Okay, gut. Alles klar. Da bin ich aber gespannt, was wir hier für eine Aufgabe haben. Ich gehe echt davon aus, dass wir hier Münzen sammeln müssen, weil sonst kann ich mir nichts anderes vorstellen. Ah, ein geheimer Goldpilz. Okay, dann ist hier mal wirklich gut versteckt, weil das habe ich nicht gedacht, dass es hier einer ist, aber gut. Dann heißt es mal genauer laufen und am besten auf das Gamepad reagieren, was die Vibration angeht. So, zum Glück vibriert es halt wirklich nur, wenn man entweder getroffen wird oder wenn man nach so einem Pilz sucht. Also schön gemütlich hier auch mit dem Licht suchen. Dann muss man sich nicht nur auf sein Gefühl verlassen, muss man ja hier sagen dann. Aber ich gehe auch davon aus, dass
Ja, dass es dann vielleicht auch da oben war, wo dann jetzt noch der Spike rumgeistert. Achtung. Mal hier nochmal reingucken. Vielleicht war es ja doch hier. Aber das wäre mir dann, glaube ich, aufgefallen. So. Ja, dass es halt da oben ist hier. Dass es dann hier oben wäre. Weil ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, wo. So viel Fläche gibt es ja nicht, wo man den verstecken könnte, sage ich mal. Ja, okay. Da ist er ja. Ja, den hätte man gleich haben können, aber da war ich ein bisschen zu voreilig mit dem Level beenden. So, alles klar. Und dann haben wir es schon wieder. Also ein kurzes, aber wie gesagt, sehr, sehr schönes Level. Bitte mehr davon. Ich bin doch ganz ehrlich, von mir aus kann noch ein zweiter und dritter Teil von Captain Toad rauskommen. In genau derselben Grafik, ich würde es trotzdem spielen. Solange neue Level dabei sind, ist mir das Ganze recht. Oh, was ist das denn? Das ist neu. Das ist definitiv neu. Ist das ein Bonuslevel? Alter. Mumienschanz im Labyrinth. Okay, machen wir einfach mal. Okay, also neues Bonus-Minispiel. Hui. Oh. Okay. Ach so. Das ist ein Schatten, der uns hinterherläuft. Der halt so läuft, wie wir laufen. Heißt, man muss sich merken, wie man läuft. Das war so, Oh, ist er schnell. Eieiei, warum ist er so schnell? Vielleicht hätte ich nicht rennen dürfen, deswegen ist er gerannt oder so, keine Ahnung. Also es ist nur für Münzen und Co. Uiui, Achtung, Achtung, Achtung. Ah! Ja gut. Interessant. Interessantes Minispiel. Würde ich gerne öfters machen. Okay, bekommen jetzt Toadette speziell diese Bonus-Level oder war das jetzt nur ein besonderer Zufall? Weil, würde ich gerne öfters machen. Eieiei. Toad! Ja gut, mit dem kleinen Level dürfte man ihn wohl etwas einfacher finden. Sage ich jetzt und dabei muss ich dann wirklich erstmal gucken. Dass er sich dann bestimmt hier. Ach, das war jetzt wirklich lächerlich. Dass wenn man sich einmal ein bisschen umguckt und dann ihn sofort sieht, das ist dann schon fast langweilig, aber umso besser, wenn man es gleich findet. Ja, und so nah rangezoomt sieht das Pixelige, sieht das nicht mehr ganz so schön aus, das Gold. Aber gut. Ja, Schalter im Ziergarten. Auch sehr hübsch. Yay! Ui! Wir fangen gleich mal ganz oben an. Ja, kann man an den Blumen was machen? Man kann hier auf jeden Fall bestimmt wieder. Ach so, stimmt ja, war ja was. Da kann man auch Münzen sichtbar machen, so. Hätte ich vielleicht auch mal früher machen können. Also wenn man hier so eine Weile rumgeht, dass man Blumen weg, dass halt dann Blumen auftauchen. So als Gimmick. Okay, hier muss ich jetzt wohl überlegen, wo ich als allererstes runterspringe oder was, wenn ich mir das gerade so angucke. Gucken wir am besten mal so. Okay, hier würde ich hier hinkommen. Eieiei, ich hoffe mal nicht, dass man was verpasst, wenn man falsch runterspringt. Das wäre nämlich ein bisschen ärgerlich. Ich gehe einfach mal hier runter und werde dann gucken. Dass man dann hier Stück für Stück kriegt dann hier entlang. Ui, Achtung. Die Viecher spucken. Die werden wir am besten gleich mal hier entfernen hier. Hau ab. So, ein Pilz. Alles klar. Und hier haben wir ganz, ganz viele Schalter. Oh. Ob das so klug war, das jetzt schon zu drücken? Es sei denn, die Schalter drücken sich immer hin und her. Diese Deko-Viecher. Weg mit dir. Und hier hätte man drüber springen können oder so. Okay, die Schalter drücken sich hin und her. Okay, alles klar. Ach so, und dann. Ja, aber gut, dann frage ich mich trotzdem, wie man an diese Münzen drankommt. Na, haust ab. So, hier mal wieder ein Plakat, einfach nur, weil ich es kann. Okay, also ein relativ offensichtliches Level und man, egal wo man runtergegangen wäre, man hätte dann. Ja, man hätte das dann trotzdem so machen können. Ich frage mich halt jetzt. Ach so, dass man dann von da runter rüberläuft. Okay. Wobei, ich hab. Man muss schon ein bisschen gucken wegen den Schaltern hier. Oh, das war ziemlich knapp. Aber ich glaube sogar, dass man hier alle Gegner besiegen muss. Würde mich nicht wundern. So, wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich nur da wieder lang.
Ja, ich bin gerade überlegen, wie ich halt an das eine Superjuwel da komme. Okay, also wenn ich hier lang laufe, kann ich dann da lang. Also ich muss es runter machen und dann... Ja, okay. Und dann wieder zurücklaufen am besten. So, alles klar. Da stand diesen Schalter her drücke. Und dass ich dann da oben entlang laufen kann. So sieht's aus. So, haust du ab. Gleich mal zwei besiegt. Ich frage mich, ob... Achso, die Tür, da muss man sowieso rein wegen dem Stern. Ja, ich frage mich halt jetzt echt, wie wir dann da dran kommen hier. Kann ich... Na gut, da bringt ja nichts, dann würde ich ja sowieso wieder runterfallen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich an dieses Superjuwel hier? Ich meine, ich kann ja nicht von oben runterspringen, das geht ja schlecht. So, hier vielleicht noch was versteckt. Ich gucke einfach mal, vielleicht habe ich doch irgendwo noch einen Schalter jetzt nicht gedrückt. Weil ein paar Schalter lassen sich ja drücken, andere wiederum. Also ich meine, dass die... Achso, es ist immer nur einer aktiv. So rum war das. Okay. Und dadurch, dass ich den jetzt gedrückt habe, muss ich jetzt den hier drücken, damit ich wieder zurückkomme. Ja, ich verwirre mich gerade ein bisschen selbst, ich weiß, aber vielleicht sehe ich ja dann so noch irgendwo, wo es lang geht. Ach ja. So, erst den Schalter drücken. Ja, ich bin überlegen gerade. Ja doch, erst den Schalter drücken und dann da hinten den Schalter drücken. So war das, genau. Da unten ist nichts. Das sind ja nur die Lücken, wo die Teile reinrutschen. Und das ist nur an der einen Seite. So, okay. Also ich bin gerade so leicht verwirrt. Nur so, falls ihr euch wundert. So, den Schalter. Achso, ich habe gerade gesehen, das Tor war gerade offen. So kommt man dahin. Aber wie komme ich an das Superjuwel? Das frage ich mich gerade wirklich jetzt. Weil wenn ich jetzt hier lang gehe, dann komme ich nur an den Stern und dann war es das natürlich. Dann bin ich mit dem Level zu Ende, ja? Wie komme ich denn da hin? Ich meine, ich hätte jetzt denken können, dass ich jetzt hier runterspringe, aber... ach so, oder kann ich so direkt rüberspringen? Ja gut, werden wir dann sehen. Ich muss ja dann eh nochmal rein. Eieiei. Also ein ziemlich verwirrendes Level. Schalter nur dreimal betätigt. Uiuiui. Ja, okay, ich gucke jetzt erstmal nur nach, wie ich das Superjuwel kriege. Und dann wird es dann wohl auch mit dem Part gewesen sein. So, dann gucke ich jetzt einfach mal, ob ich hier direkt runterspringen kann. Falls ja, gut. Falls nicht, auch gut. Nee, die fällt direkt, das war gemein. Ah! Ja, ich weiß wie. Dum, 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 dum. Einfach hier hin und rüberwerfen. So einfach kann es gehen. Jetzt ist natürlich jetzt die Frage, ob ich mir das schon verbaut habe mit den Schaltern drücken oder ob das jetzt trotzdem klappt. Das ist natürlich eine gute Frage. Ich habe bis jetzt nur einen Schalter gedrückt, gell? Das wäre jetzt der zweite. Aber es wäre natürlich lustig, wenn wir das jetzt dann trotzdem schaffen könnten, dann so. So, alles klar. Oh, Achtung, nicht treffen lassen. Dann wäre nämlich jetzt der dritte Schalter, dann hätten wir es sogar schon. Okay, gut, aus... Ja. Einfach mal das Level geschafft, obwohl man nicht schon mal das, gezielt gemacht hat. Aber man merkt halt schon, dass selbst solche halbwegs komplizierten Level doch relativ leicht sind. Jetzt bin ich nur überlegen, ob ich den Toad trotzdem noch suchen soll. Er kommt, wisst ihr was, mache ich einfach. Weil ich stelle mir einfach vor, dass der hier relativ schnell zu finden ist. Hoffe ich doch. Wenn nicht, ist er dann vielleicht im, in der Tür drin versteckt. Oder vielleicht schon am Anfang hier oben irgendwo. Könnte natürlich alles sein. Also man soll am besten schon am Anfang an richtig runterspringen, wenn man sich das mal so überlegt. Dass ich dann hier vielleicht sogar direkt schon richtig runtergesprungen bin. Dass deswegen ich dann auch direkt das richtig gefunden habe. So, ist er vielleicht hier in dem... Nein. Und da innen drin dürfte wohl auch nichts sein, weil sonst würde ich ihn ja hören. So, okay, dann laufen wir einfach mal ein bisschen rum. Und stellen dann fest, wo er ist. Oh, Achtung, nicht treffen lassen.
Eichhörn. Ja, komm. Ich habe ihn gerade gehört hier. Ist jetzt nur die Frage. Tot? Ah, da unten ist er doch drin. Kann ich ihn von da aus drücken? Ne, ich muss das erst hochlassen. Okay. Ja gut, dann haben wir doch trotzdem relativ schnell gefunden. Sehr schön. Juhu. Ja, freut mich. Dann, ja, dann hoffe ich, hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von, ja, von Captain Toadette Treasure Tracker sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Und dann sehen wir uns das nächste Mal. Ciao, ciao.